Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, was du grundsätzlich unter einem Führungsstil verstehen kannst und was es für Arten dabei gibt. Und dann gehe ich noch auf die Vor- und Nachteile davon ein. Also zuallererst, was ist denn überhaupt ein Führungsstil? Was kann man darunter verstehen? Ein Führungsstil ist die Methode einer Führungskraft, Anweisungen zu geben, Pläne umzusetzen und Menschen zu motivieren. Das findet man natürlich klassisch in einem Unternehmen. So ein Geschäftsführer, der hat einen Führungsstil und der gibt eben den Leuten, seinen Angestellten, irgendwelche Aufgaben, der motiviert diese oder lässt diese auch irgendwelche Pläne umsetzen. Und wie er das an sich durchführt, das ist dessen Führungsstil. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Führungsstilen. Ich möchte jetzt mal die zwei klassischen dir erklären. Gehen wir doch mal auf den autoritativen Führungsstil ein. Und dabei wird wie folgt mit dem Mitarbeiter umgegangen. Der Mitarbeiter kriegt klare Anweisungen und wird auch noch sehr stark kontrolliert. Zu Deutsch, die Führungskraft. Die gibt die Aufgaben ganz bestimmt vor und zudem gibt sie dann auch die Rahmenbedingungen und den Grund dafür vor. Also der Mitarbeiter hat nicht sehr viel Mitspracherecht. Es kommt alles von der Führungskraft. Das ist sehr autoritär, das Ganze. Der Vorteil an der ganzen Sache ist, die Entscheidungen sind natürlich recht schnell gefallen. Wenn der Chef sagt, so ist es, so wird es umgesetzt, dann tschakka, Attacke, auf geht's. Und zudem ist es für den ein oder anderen Mitarbeiter sehr motivierend, das Ganze. Der kriegt seine Aufgabe, der ist beteiligt, wenn er das sauber macht, dann ist der Chef froh und er auch. Und zum anderen gibt es manche Mitarbeiter, die bevorzugen es einfach, wenn sie klare Angaben bekommen. Der Nachteil im autoritativen Führungsstil ist, dass die Gefahr eines schlechten Betriebsklimas aufkommen kann. Weil es gibt manchmal Querdenker, die möchten eben nicht das machen, was der Chef einen vorgibt. Dann gibt es natürlich ein bisschen dicke Luft im Unternehmen. Aber auch der ein oder andere, wenn der immer von oben die Anweisungen bekommt und nie mitentscheiden darf, dann kann der sich natürlich ganz schön unterdrückt fühlen. Das Gegenteil zum autoritativen Führungsstil ist dann der kooperative Führungsstil. Hier sieht man schon, das ist so kooperativ, man redet zusammen, man macht zusammen. Bedeutet, der Mitarbeiter darf jetzt halt bei der Definierung von Zielen und der Verteilung der Aufgaben mitwirken und mitentscheiden. Er darf sozusagen überall seinen Senf dazugeben. Er wird gefragt und seine Meinung wird dann eben auch berücksichtigt bei der Entscheidung. Und die Führungskräfte dadurch besprechen ihre Aufgaben und die Rahmenbedingungen eben dann genau mit dem Mitarbeiter durch und fragen ihn dann dementsprechend um seine Meinung. Der Vorteil an diesem kooperativen Führungsstil ist, dass eine hohe Motivation beim Mitarbeiter entsteht. Der wird um seine Meinung gefragt und darf bei dem Ganzen mitwirken und das motiviert natürlich ungemein. Zum anderen verstärkt das Ganze auch noch die Identifikation mit dem Unternehmen, weil du entscheidest ja bei der Entwicklung des Unternehmens mit und dann fühlst du dich auch viel besser zugehörig zum Unternehmen. Der Nachteil an der ganzen Sache ist, das merkst du ja schon, der Entscheidungsprozess kann sich verzögern. Wenn der Chef für jede Entscheidung seine Mitarbeiter um Rat oder um Meinung fragen muss, dann kostet es natürlich ein bisschen mehr Zeit als beim autoritativen Führungsstil, wo der Chef einfach sagt, so ist es, so machen wir es, auf geht's.